Okay, Halloween war bisher noch nicht so prickelnd, aber das alte verlassene Gefängnis wird uns für alles entschädigen. Es sieht irgendwie wirklich gruselig aus. Oh, oh, an meinem Hals hat es gerade gepickelt. Das heißt geprickelt, Gus. An meinem übrigens auch. Ja, ungefähr jetzt fangen wir sonst immer an, schreiend die Straße hinunter zu rennen. Hey, mein Hals hat aufgehört zu pickeln. Prickeln, Gus, und meiner übrigens auch. Ich verstehe das nicht. Warum grusel ich mich eigentlich nicht? Weil es nicht gruselig ist, ihr Trottel. Ihr kleinen Süßigkeitenabgreifer glaubt immer noch, dass das ein altes Gefängnis ist, oder? Natürlich tun wir das. Das ist es doch auch. Was geht dich das an, Lawson? Och, eigentlich nichts. Ihr irrt euch bloß. Zeig's ihnen. Seht ihr? Ein Glück, dass ihr nicht weggerannt seid, sonst hättet ihr nie im Leben erfahren, dass das bloß das alte Kraftverkehrsamt ist. Also ist dieses Haus dann nur ein total langweiliges Verwaltungsgebäude. Ja, ganz genau. Na, kommt schon, Jungs. Ich schlag vor, wir gehen ein paar andere Kinder ärgern. Ja, das wird ein Riesenspaß. Oh nein, das ist das alte Kraftverkehrsamt? Irgendwie war alles, was wir heute Abend gesehen haben, weder gruselig noch lustig. Ja, leider. Der Zauber ist tatsächlich verschwunden. Ich muss zugeben, dass Spinelli recht hat. Kann sein, dass wir wirklich zu alt für Halloween sind. Also ich verstehe das nicht, Miss Finster. Ich dachte, ich wäre zu alt für Halloween. Aber jetzt, wo ich zu Hause bleibe, während sich die anderen alle amüsieren, kommt mir das nicht richtig vor. Am liebsten wäre ich bei denen da draußen. Warum auch nicht? Halloween ist toll. Ja, klar, wenn man noch klein ist. Ich stehe in der Blüte meiner Weiblichkeit und sieh mich an. Ich liebe Halloween. Aber werden Sie sich denn nie zu alt dafür fühlen? Wer weiß, manche tun's, manche nicht. Es geht eigentlich nicht darum, wie alt man ist, sondern wie man sich fühlt. Ich muss zugeben, dass ich jetzt vollkommen verwirrt bin. Ich weiß, was los ist. Vertrau auf dich selbst, Spinelli. Und denk dran, starke Mädchen wie wir lassen sich von niemandem sagen, was sie fühlen. Sollen. Naja, ich muss jetzt los. Ich komme zu spät zur Party. Wenn deine Eltern früher nach Hause kommen, sollen sie mich anrufen. Und hab ein schönes Halloween, Spinelli, wie immer du dich auch entscheiden wirst. Danke, Miss Finster. Sehr nett von Ihnen. Habt ihr TJ und die anderen gesehen? Nein, wir doch nicht. Und du, Kopfübermädchen? Ich hab überhaupt nichts gesehen. Psst, hey, suchst du TJ und die anderen? Ja, hast du sie gesehen? Vor ungefähr 10 Minuten. Sie waren auf dem Heimweg. Heimweg? Und das jetzt schon? Sie waren frustriert und haben gesagt, dass du recht gehabt hast. Sie sind zu alt für Halloween. Oh nein, ich hab ihnen den Spaß verdorben. Was soll ich denn jetzt nur tun? Hey, einen Augenblick. Gib mir mal dein Handy, Schieberjunge. Ich muss dringend telefonieren. Solltest du eine Verschwörung planen, dann pass auf, dass du mich da nicht mit reinziehst. Okay, Spinelli, hier sind wir alle, am alten Gordon-Haus. Warum hast du angerufen, damit wir uns hier treffen sollen? Ich dachte mir, wo wir jetzt alle so erwachsen sind, warum sollten wir dem alten Laden nicht noch einen Besuch abstatten? Aber wir kommen doch jedes Jahr vorbei und alles andere hat unsere Erwartungen enttäuscht. Warum soll es hier anders sein? Sonst haben ja auch die Gordons hier gelebt, aber ich weiß, dass sie weggezogen sind und dass dieses Haus hier leer steht. Was sagt ihr dazu? Ja, und? Also, was haltet ihr davon, wenn wir alle zusammen da mal reingehen? Reingehen? Sagtest du, wir sollen in das Gordon-Haus gehen? Na los! Es sei denn, ihr seid zu ängstlich. Was soll denn das? Ja, genau das dachte ich mir. Freunde, das ist doch doof. Wenn wir zu alt sind für Süßigkeiten, dann sind wir doch wohl alt genug, um in ein leerstehendes Haus zu gehen. Kommt! Okay, los geht's. Hey, TJ wird tatsächlich erwachsen. Er hat schon richtig erwachsene Zauberkräfte. Das war ich nicht, Freunde. Die Tür ist von alleine aufgegangen. Und falls es ein Geist war, was ist denn dann? Ein Geist? Nur glauben große Kinder nicht an Geister. Oh, ja. Ich bin sicher, dass es eine vollkommen vernünftige Erklärung dafür gibt. Wir sollten zu Hause darüber nachdenken. Leute, wenn wir groß sein wollen, dann müssen wir da reingehen. Ja, du hast recht. Wir haben keine Angst und wir gehen da rein. Kommt schon. Sie ist verschlossen. Ah, es ist der Geist. Wir glauben nicht an Geister, weißt du noch? Oh Mann, das ist viel gruseliger, als ich dachte. Tut mir leid, dass ich euch damit reingezogen habe. Vielleicht sollten wir jemanden benachrichtigen. Los, schnell, ruf die Polizei an. Habt ihr das alle gehört? Das war nicht rein zufällig dein Magen, oder, Mikey? Nein, ich glaube, er war es nicht. Das war er eben auf jeden Fall auch nicht. Ich glaube, das Geräusch kommt von dort drinnen. Das ist alles meine Schuld, Leute. Also werde ich besser mal nachsehen gehen. Bist du verrückt? Das ist vielleicht der einzige Weg nach draußen. Es ist der Keller. Ich gehe da jetzt runter. Spinelli, nein, nicht doch! Spinelli!
Fenster? Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal freuen würde, ihr Gesicht zu sehen. Du hättest mal dein Gesicht vor einer Sekunde sehen sollen. Hallo, Kinder! Das waren wirklich abgefahrene Angstschreie, die ich da gehört habe. Ich kapiere das nicht. Was machen Sie denn hier? Wir wollten im alten Gordon-Haus eine Party feiern. Spinelli hatte meine Handynummer und mich gebeten, dieses Ding hier durchzuziehen. Spinelli? Das stimmt. Ich hab euch reingelegt, Leute. Warum hast du sowas Schreckliches und Grausames getan? Weil es Spaß macht. Jetzt, wo ich in Sicherheit bin, fand ich die letzten 10 Minuten richtig aufregend. Fast so wie Halloween früher war, oder? Nun, es kann immer noch so sein wie früher, wenn man es nur von Herzen aus will. Und lasst euch nicht von irgendeinem Idioten was anderes einreden. Danke, Spinelli. Nun, Kinder, nachdem ihr Saures gekriegt habt, gibt es was Süßes. Oh. Viel Spaß auch noch. Einen Augenblick, Freunde. Die sind doch nicht ohne Zucker, oder? Nein, das ist erstklassiges Zeug. Das habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Spinelli, sieht so aus, als hätte der Plan funktioniert. Das habe ich nur Ihnen zu verdanken. Durch Sie haben wir jetzt doch noch alle ein schön schreckliches Halloween. Und wie meine Mutter schon immer sagte. So war am Ende dann doch noch alles gut. Für uns auf jeden Fall. Und wisst ihr was? Es wird immer alles gut. Manchmal ist es schwierig, ein Kind zu sein. Da kann man nichts machen. Wir wachsen die ganze Zeit. Alles verändert sich. Meine Stimme. Was ist mit meiner Stimme los? Aber egal, wie sich die Dinge ändern. Wenn wir für das eintreten, an das wir glauben und uns selbst treu bleiben, dann wird alles gut werden. Es hat geklingelt. Und wer weiß, wenn man bedenkt, wie viel wir schon erlebt haben, dann glaube ich, dass das unser bestes Jahr wird. Und das meine ich ernst. Und das bist in seinen Augen nicht du.